Pickups sind weltweit sehr beliebt, bei uns in Deutschland allerdings eher Exoten. Das hat uns neugierig gemacht auf ein neues Gesicht, das auch noch in Europa gebaut wird, in Italien, der Fiat Fullback Cross. Von außen gibt er sich bullig, die Kunststoffanbauteile versprechen Robustheit. Eine riesige Bodenfreiheit und große Reifen sind ideal für Fahrten ins Gelände. Der 2,5 Liter Diesel ist ein gutmütiger Geselle und gibt sich bei maximal 120 km/h durchaus mit 9 Litern auf 100 km zufrieden. So muss für mich ein Pickup aussehen, richtig nach Einsatz. Denn Nutzfahrzeuge wie der Fiat Fullback kommen normalerweise auf Baustellen, im Feld oder auf weiter Flur zum Einsatz. Aber der Fullback kann noch viel mehr. Eine Stärke des neuen ist der serienmäßige permanente Vierradantrieb mit Torsen-Mitteldifferential. Er stellt über einen Drehschalter 4 unterschiedliche Betriebsarten zur Verfügung. So lässt sich bequem zwischen 2- und 4-Radantrieb hin und her schalten. Zusätzlich lässt sich das Mitteldifferential sperren und sogar eine Getriebeuntersetzung zuschalten. So stellen auch unterschiedlichste Untergründe und Geländearten kein Problem dar. Und wie kommt man rein in den Pickup Allradler von Fiat? Nun, dazu gibt es zunächst mal ein Trittbrett und dann einen Handgriff an der A-Säule und so geht das ganz einfach. Ansonsten sieht der Fullback innen aus wie ein ganz normaler PKW mit klassischen Instrumenten und einer 5-Gang-Automatik. Da täte ein Gang mehr gut, vor allem wenn es mal auf der Autobahn von Baustelle A zur Baustelle B gehen soll. Dabei hilft auch das optionale Navigationssystem mit 7 Zoll Touchscreen. Kleiner Tipp noch, eine Abdeckung für die Ladefläche macht aus dem Pickup sogar fast einen SUV. Ebenso SUV-typisch die Möglichkeit, hinten jemanden mitzunehmen. Der neue Fiat Fullback Cross steht ausschließlich in der Karosserievariante Double Cab zur Wahl. Auch Materialien und Verarbeitung sind eher auf PKW als auf Nutzfahrzeugniveau. Die Pickup-Ladefläche ist 1,52 Meter lang. Darauf passt alles, was man so transportieren muss, zum Beispiel Bausand, einen Kubikmeter Runkelrüben oder die alte Hundehütte vom Nachbarn, die zum Sperrmüll muss. Der Fiat Fullback Cross ist mit einem 2,4 Liter Turbodiesel ausgerüstet. Der moderne Vierzylinder erfüllt die Abgasnorm Euro 6 und das ohne den Zusatz von Harnstoff AdBlue. Er leistet 133 kW und stellt ein maximales Drehmoment von 430 Newtonmetern zur Verfügung. Das Einstiegsmodell kostet in Deutschland knapp 27.000 Euro. Beim Fiat Fullback begeistern mich die schieren Maße. Er ist 5,30 Meter lang und 1,80 Meter hoch. Das ist gut für die Bodenfreiheit und die wiederum ist wichtig beim Einsatz auf der Baustelle oder in der Landwirtschaft. Das heißt aber auch, dass die Einstiege hoch sind und dafür gibt es an der Seite Trittbretter. Ganz wichtig für den Einsatz als Nutzfahrzeug sind die Lasten. Die Nutzlast auf der Ladefläche beträgt knapp 1 Tonne und die Anhängelast beträgt 3,1 Tonnen. Kleiner Hinweis noch. Der Fiat Fullback ist das Schwestermodell des Mitsubishi L200. Alles in allem ist der Fiat Fullback Cross ein zuverlässiger Packesel, der so gut wie jedes Gelände meistern kann. Zudem bietet er auch noch ein zeitlos schlichtes Design und Annehmlichkeiten, die man von einem Nutzfahrzeug nicht unbedingt erwarten würde.